Get ready with me. Start your day right. Full day of irgendwas. Full day auf jeden Fall geht's hier um Routine. Eine Morgenroutine, eine tägliche Routine. Routine, die wir uns angeeignet haben, die wir verbessern können. Fleisch haben wir ein paar Helferlein. Wir haben die letzten Jahre allen voran auch die Jenny was Tolles umgesetzt. Aber auch zunächst nochmal einen wundervollen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr euch das Ganze hier anschaut oder zuhört. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Es soll hier ja, um das Thema gehen, vielleicht auch ein Stück weit Selbstorganisation, aber vielmehr Routinen. Vor allem Routinen, die einem helfen, dabei helfen, schlechte Gewohnheiten abzulegen und neue, gute Gewohnheiten anzueignen. Und dazu hat mich Jenny auch vor ein paar Jahren gebracht. Das sind die lieben Safers. Was hat es damit überhaupt auf sich? Sag du auch mal so zwei, drei Wörtchen dazu. Aber zunächst nehme ich erstmal einen schönen Schluck von meinem Eistee. Cheers. Ist das Aloe Blossom Eistee? Yes. Aber mit einem kleinen Hint. Schön kalt gemacht und noch einen Schuss Zitrone mit rein. Ja, also Safers, was sind die Safers oder was? Also generell muss man mal dazu sagen, also ich habe schon vor den Safers eine Morgenroutine gehabt. Man kann sagen, eigentlich schon so gut seit 7 Jahren, egal um wie viel Uhr morgens mein Tag begonnen hat, habe ich mich in den ersten Minuten mir selbst und meinem Mindset gewidmet, indem ich halt ein Mindset-Tagebuch ausgefüllt habe. Da gibt es diverse. Und über die Literatur, die ich gelesen habe, habe ich mich dann immer mehr reingearbeitet in die Materie. Also auch das sind Dinge, die gewachsen sind. Da hat man mal Dinge mitgemacht, Dinge weggelassen. Also es ist ja nicht immer alles in Stein gemeißelt. Auf jeden Fall, auf was da mal hinaus will, die Safers. Das ist quasi der Miracle Morning, die erste Stunde vor 8 Uhr, die dein Leben verändert, von Hal Elrod. Hal Elrod ist quasi, könnt ihr ja mal googeln, der hat Bücher darüber rausgebracht. Der stand mehrmals in seinem Leben, wie eigentlich alle erfolgreichen Menschen, vorm Ruin. Also einmal sogar hatte er die Diagnose, dass er nicht mehr laufen können wird, weil er einen schweren Autounfall hatte mit Anfang, Mitte 20. Und er hat sich aber gesagt, nee, das kann nicht sein. Ich werde alles dafür tun, dass ich wieder laufen kann und ein normales Leben führen werde. Und das hat er auch geschafft. Und zwar sagt er, du hast im Leben genau 5 Minuten Zeit, dich über Dinge aufzuregen. Du darfst 5 Minuten schreien, weinen, schlagen, alles rauslassen, aber dann ist das Thema erledigt. Egal, wie schlimm dieses Thema ist. Egal, ob du gerade einen Unfall hattest, ob du die Diagnose wie er hast, dass du nicht mehr laufen kannst, egal, was passiert ist, du hast 5 Minuten, weil du wirst an dieser Tatsache und an dieser Situation nichts mehr ändern. Auch wenn du 3, 4, 5, 10 Jahre in dieser Situation festhängst, du wirst es nicht mehr ändern, weil du kannst die Vergangenheit nicht verändern. Du kannst nur verändern, was du in der Zukunft daraus machst. Und das sind Fehler, die erkenne ich bei ganz, ganz vielen Menschen. Es wird wahrscheinlich auch jeder Therapeut sagen, dass das der Hauptgrund ist, warum viele Leute da sitzen, weil Leute an Geschehenem aus der Vergangenheit so festhalten, das hat die so geprägt, die haben das überhaupt nicht überwunden, dass es das heutige Leben noch bestimmt. Und er sagt eben 5 Minuten und dann überlegst du, was du machen kannst, dass sich die Situation ändert. Und ihr müsst wirklich mal zurückdenken. Jede erfolgreiche Person, wenn ihr mal die Biografie lest oder Vorträge, Keynotes von den Leuten hört, werdet ihr hören, dass diese Menschen mehrmals im Leben richtige, richtige, beschissene Scheißzeiten durchgemacht haben, richtige Schicksalsschläge erlebt haben. Und aus diesem Tief sind sie in eine noch höhere Erfolgswelle gestartet. Also die sind, je schlimmer das Tief war, umso besser wurde dann eben deren heutige Situation, deren Erfolg sogar, wo sie sich emporgehoben haben. Und das ist eben auch was Hal Elrod sagt. Und er sagt halt, die erste Stunde deines Morgens bestimmt deinen Tag. Das heißt, in der ersten Stunde sollst du, also diese Safers stehen für Sport, also ein S steht für Sport, ein A steht für Affirmation, also Affirmationen, positive Affirmationen machen. Visualization, also visualisieren, sollst du deine Ziele, deine Wünsche. Dann bin ich gerade am Überlegen.
Exercise ist der Sport, das erste ist dann Schreiben, ne? Ja, genau. Also lesen und schreiben. Und das ist das, was du in der ersten Stunde tun sollst. Bei mir ist es so, die Stunde dehnt sich ein bisschen aus, weil für mich ist Exercise mit dem Hund rausgehen. Alles andere, also Schreiben ist für mich mein Mindset-Tagebuch, meine 10 Punkte, für die ich dankbar bin. Also ich habe mehrere tatsächlich Rituale, die ich durchführe. Zum Beispiel habe ich ein Seminar von Bodo Schäfer besucht. Er sagt, schreib dir jeden Tag 5 Dinge auf, für die du, also 5 Dinge, für die du, also 5 Dinge, mit denen du erfolgreich warst am Tag. Das kann sein, ich habe geschafft, die Wäsche zu bügeln, ne? Also es muss nichts Großartiges sein. 5 Dinge, für die du dankbar bist. Da habe ich 10 aus dem The Magic von The Secret. Dann mache ich eine kurze Meditation. Die geht wirklich auch nur 5 Minuten von den Safers. Ich mache dazu noch Reiki, weil ich gerade meinen Reiki-Meister mache. Dann visualisiere ich und mache meine Affirmationen. Ich für mich bin gläubig. Ich bete an dem Morgen auch noch. Früher habe ich immer abends gebetet, wenn ich ins Bett bin. Jetzt mache ich es morgens bei den Safers. Das muss man natürlich nicht machen, das ist jedem seine Sache. Und das ist für mich so, wie mein Morgen startet, und der Morgen startet immer so. Selbst wenn wir sagen, wir fahren morgen Nacht um 3 nach Kroatien, dann stehe ich so früh auf, dass ich auf jeden Fall um 2 Uhr noch da sitze und diese Übungen durchmache, und das kann Doma wahrscheinlich bestätigen. Ich bin in vielen Dingen, die ich dann, wenn ich einmal sage, ich ziehe durch, ich meine, das kann auch bei mir etwas dauern, bis ich meinen inneren Schweinehund überwunden habe. Aber wenn ich sage, ich ziehe durch, dann gibt es bei mir no excusement. Also wirklich nicht. Ja, man sagt ja auch, dass einfach die Laune, die du morgens schon machst, den Tag bestimmt irgendwo. Natürlich kommen dann einige, ja, Jenny, wie soll ich das denn machen? Ich muss mindestens 8 Stunden schlafen. Da habe ich auch eine witzige Anekdote dazu. Da hatte Arnold Schwarzenegger, ich weiß, der Arnie, wieder mal scherzhaft gesagt, Schlaf, ich weiß, ist was sehr Individuelles, kann einen auszehren, wenn Schlaf weggelassen wird und. Aber der hat mal scherzhaft gesagt, ja, dann schlaf schneller. So, ja, wenn dir 6 Stunden nicht reichen oder 8 Stunden du brauchst mäßig, guck, dass du da irgendwo reinkommst. Aber man muss halt eben, also ich mache die selber schon länger nicht mehr, aber ich habe so, wie lange haben wir sie gemacht, bis es eingebrochen ist? Bei mir, du bist ja immer noch dabei. Ich bin immer noch dabei. Bei dir ist... Über ein Jahr, 1,5 oder nicht? Bei dir ist eingebrochen, als deine Mutter gestorben ist. So, und das Ding ist ja, inwiefern brauchst du die Routine? Natürlich, man kann sich vieles selbst schönreden oder auch selbst anlügen, aber... Was für einen Tagesstart brauchst du? Ich rede hier auch nicht von der ersten Kippe und vom ersten Kaffee, und das ist meine Morgenroutine, und dann gehe ich schön auf den Topf ein abladen. Nee, darum geht's nicht. Sondern was machst du morgens effektiv? Geht's dann wieder darum, dass du dann hier wieder am Handy rumscrollst und dich dann morgens schon anfängst zu betäuben? Oder machst du wirklich proaktiv was? Klar, bei mir startet es dann oftmals ein bisschen später. Du bist wesentlich früher wach als ich, muss man auch so sagen. Aber irgendwo muss man irgendwo ansetzen. Ich habe auch gestern oder vorgestern oder Anfang der Woche, ich weiß es nicht mehr, alles immer so schwimmend und läuft ineinander ein, gelesen, ja, wenn du was ändern willst, musst du jeden Tag etwas ändern. Du musst nicht alles ändern, aber ein kleines Stückchen musst du am Tag ändern, dass es ein anderes Outcome, dass es ein anderes Ergebnis irgendwo gibt. Damit du halt eben weiter wachsen kannst. Natürlich kannst du dich auch damit abfinden und sagen, ey, so ist mein Leben, bla bla bla. Dich irgendwo selbst reinwuseln und sagen, ich schaffe das eh nicht und keine Ahnung, ich bin das nicht wert. Kannst du denken, ja, dann für was lebst du dann so auf die Art? Was ist dein Ziel? Was ist dein Plan? Was willst du weitergeben? Aber ich sage auch mal so, morgens die Exercise, ja, der Sport, den du machen musst, sagt der Hell selbst, es können auch nur die 7 sein. 7 Minuten, yeah. Ein Quick Workout, ein paar Liegestütze, ein paar Push-Ups, meine ich ja, ein paar Crunches, yeah. Seilspringen. Es gibt ja genug 5-Minuten-Workouts, die auf Hit-Basis sind, wo man sich kurz durchpeitschen lassen kann. Jeder hat morgens Gedanken, die kannst du aufschreiben, auch direkt nach dem Schlafen kannst du neben dir auf dem Tisch, und auf so dem Nachttisch. So ein Traumtagebuch. Genau, so ein Traumtagebuch kannst du liegen lassen. 10 Dinge, für die man dankbar ist, finde ich essentielle Übung, ja? Damit man sieht, was man noch hat und dass man nicht laufend im Mangel irgendwo lebt. Aber ich finde,
klar, über den Hell kann man denken, was man will. Hell Elrond, ja, Story Scene, Story Sehr. Ich finde, der gibt dir aber ein tolles Werkzeug an die Hand, was du benutzen kannst, um etwas zu ändern. Besser wie irgendwo planlos ständig von Lektüre zu haschen und zu meinen, in der nächsten Lektüre den nächstbesseren gefunden zu haben. Ja, die Savers sind meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Ich denke, das Essentielle daran ist erstmal, dass du dich jeden Morgen mit deinen Zielen beschäftigst. Also da geht es ja wirklich darum, bei den Affirmationen, bei der Visualisierung geht es ja darum, du visualisierst, dass du dein Ziel erreicht hast. Und dabei ist es ja total egal, ob dein Ziel ist, dass du, einen Marathon rennen willst oder ob dein Ziel ist, dass du irgendwie in deinem Beruf weiterkommen willst. Es ist total egal, was dein Ziel ist. Aber Fakt ist, dass du dich morgens mit diesem Ziel oder deinen Zielen auseinandersetzt, darauf fokussierst und dir das wirklich vorstellst, das affirmierst, das manifestierst und das zu einer Routine wird, weil das Gehirn glaubt das, was du ihm sagst. So ist es halt einfach, ne? Aber was ich halt viel wichtiger finde, ist bei dieser Routine, ich habe das ja auch irgendwann mal angefangen zu machen, weil ich einfach eine Führungskraft bin und einfach Verantwortung für einen Haufen Mitarbeiter zum Teil gehabt habe, hab auch, ja. Und mir ging es halt darum, man hat im Leben einfach immer eine Vorbildfunktion. Und ich bin halt ein maximaler Morgenmuffel. Also ich bin jemand, den brauchst du morgens überhaupt nicht ansprechen, sonst ranze ich dich direkt an. Ich habe da keinen Bock drauf. Also ich mag das auch nicht, wenn der Dommer aufsteht, ne? Also ich stehe auch bewusst vor ihm 2-3 Stunden auf, weil es mich nervt, wenn er mir, der steht nur da, der sagt nichts und das nervt mich dann schon. Deswegen mache ich das ja auch für meine Mitmenschen, dass ich früher aufstehe. Wow. Aber weil man hat eine Vorbildfunktion, ja. Und ich sag mal so, ich hatte halt viele Mitarbeiter und habe mir halt gesagt, ich habe eine Vorbildfunktion und das Hässlichste, was es gibt, ist, wenn du einen schlecht gelaunten Chef hast, der da reinläuft und eine Fratze zieht bis zum geht nicht mehr und jeden anscheißt, weil er schlechte Laune hat. Das geht einfach nicht. Das ist unprofessionell. Du hast Mitarbeiter, hier geht es um den Job und nicht um deine Laune, nicht um deine Befindlichkeiten, nicht darum, ob dir ein Furz quer im Magen hängt, sondern es geht darum, dass der Job zu 100% gemacht wird. Und jetzt kann man sagen, ja gut, du bist Führungskraft, hast da 800 Mitarbeiter, das habe ich nicht, aber du hast eine Familie. Du hast vielleicht Kinder, du hast vielleicht einen Mann, du hast vielleicht Nachbarn, du hast Arbeitskollegen und auch gegenüber denen hast du eine Vorbildfunktion und auch gegenüber denen hast du ein soziales Verhalten einfach, ja. Oder wenn du auf den sozialen Medien unterwegs bist, dann hast du eine Followerschaft, für die du irgendwo auch eine Vorbildfunktion haben solltest, weil die Leute, die dir folgen, die vertrauen dir, die finden dich gut und da hast du auch eine Verantwortung. Also jeder, und da kann sich keiner rausnehmen, jeder hat eine Verantwortung in diesem Leben für seine Mitmenschen und darum geht's halt auch, einfach zu sagen, hey, ich bin nicht dieser muffelige Stinkstiefel, der morgens aus dem Haus geht und erstmal Nachbar anschreit, warum er jetzt, keine Ahnung, falsch geparkt hat, dann quietschend mit dem Auto wegfährt, den nächsten anhupt, weil er, was weiß ich, irgendwie dem in die Vorfahrt genommen hat und so, dann muffelig in die Arbeit reinrennt und jeden ankackt. Nein, wenn jeder Mensch sich morgens erstmal um sich kümmern würde und darum kümmern würde, etwas Positivität, etwas Motivation in die Welt zu geben, glaubt mir mal eins, dann wäre die Welt definitiv mindestens um 50% besser, wenn nicht mehr, wie sie ist. Und diese Verantwortung hat meiner Meinung nach jeder, der hier draußen zuhört oder noch schlimmer, der nicht zuhört, der hat noch mehr Verantwortung dafür zu tragen, weil das sind Menschen, die kümmern sich da gar nicht drum. Und das ist meine persönliche Meinung dazu. Also es geht nicht nur darum, deine Ziele zu erreichen, sondern auch einfach ein Vorbild zu sein für alle anderen Menschen. Und was glaubst du, ob das einen Unterschied macht, wenn du morgens auf die Arbeit gehst und hast ein Lächeln auf dem Gesicht und sagst guten Morgen? Und sagst vielleicht zu deiner Kollegin, ah, du hast aber eine schöne Frisur heute. Was glaubt ihr, was die für eine Laune hat? Oder wie die Laune ist, wenn ihr reinkommt, überhaupt nichts sagt, nur eine Fratze schiebt, euch hinsetzt und nur diese Stöhnereien, ja, also, ja. Ja, ich finde es auch, aber auch so ein Stück weit vermessen, ja, wenn dann auch Menschen sagen, das brauche ich nicht. Oder wenn man auch schaut, wir wollen nicht immer nur von
erfolgreiche Menschen, Business-Ebene, auch Sportler, die sehr erfolgreich sind. Ja, total. Ey, die haben so eine Routine. Die haben morgens, je nach dem Zeitplan, wir sind auch nicht im 4 AM Club von Mark Wahlberg, was weiß ich nicht da. Ich merke gerade, ich sage viel zu oft, was weiß ich nicht, aber das ist einfach nur ein Lehnsatz. Also, vermessen zu sagen, das brauche ich nicht. Klar, es sind Profisportler, die müssen ihren Verein, ne, Tore erzielen, Körbe machen, wie auch immer. Aber man sieht auch jetzt Cristiano Ronaldo, 39 Jahre alt, der hat eine Disziplin, der hat seine Morgenroutine, seine tägliche Routine. Der Typ ist durchgeplant. Ich finde, das, was er durchgeplant hat, gibt ihm auch recht einen Erfolg. Egal, wie die Leute den auch immer sehen. Er ist arrogant und dies, das, auf dem Spielfeld. Ne? Ja. Aber seine Disziplin, also immer beim Thema hatten wir auch vor ein paar Podcasts, aber auch, er hält sich an seine Routine. Ja, und da kann sich auch, wie ich sagte, du kannst jeden Tag etwas ändern, du musst nicht alles ändern, nur etwas. Und dann kommst du ja zu was Großem. Man sagt ja auch, jeden Tag 1% verändert, ist aufs Jahr gesehen, hast du so viel geändert, dass du quasi als neuer Mensch dastehen kannst. Also jetzt nicht rundum erneuert, aber neues Mindset, vielleicht auch neue Karriere eingeschlagen, Familie, dies, das. Und das Ding ist einfach, man sagt, man braucht ein Jahr, bis man wirklich sich eine Routine zu einer Routine gemacht hat. Deswegen sage ich immer, es reicht nicht, dass ich mal eine Woche durchziehe oder zwei. Man muss es wirklich auf die Dauer machen, weil wirklich erst nach einem Jahr hast du es wirklich als deine Routine etabliert. Und genauso schnell, wie du es als deine Routine etabliert hast, kannst du es halt auch wieder, sage ich mal, innerhalb von 2 Wochen zunichte machen, wenn du es mal 2 Wochen nicht machst. Ne? Also deswegen, um was zu etablieren, braucht immer länger, wie mit etwas aufzuhören. Deswegen wirklich ein Jahr braucht es, um negative, sage ich mal, Gewohnheiten abzulegen und sich neue Routinen zu etablieren. Und ich darf hier, wir reden ja immer oder oft nur aus unserer Perspektive, aber einfach mal so ein paar bekannte Namen vielleicht reinzustreuen, die mit ihren Routinen nicht zurückhalten. Ja? Tony Robbins kennen wahrscheinlich viele als Motivationscoach. Du hast deine Cam ausgemacht. Kältebad oder eine kalte Dusche macht er auf jeden Fall. Atemübungen, Meditation. Ja, Meditation, da sind wir auch dabei. Positive Visualisierung und Dankbarkeitsübungen, 10 Minuten Bewegung, sei es über ein Trampolin springen, Dehnübungen, pipapo. Oprah Winfrey, für die noch mehr Begriff sind, also für die meisten noch ein eher Begriff ist, die macht am Tag 20 Minuten Meditation, Bewegung, oft Yoga oder Spaziergänge. Ihr seht's, ja, es muss nicht immer nur die Hantel sein. Ne? Es kann Yoga sein, ein Vinyasa, wie auch immer, ein angenehmes Yoga, dass du auch nicht so reinkommst, ne? Also wo du denkst, jetzt bist du körperlich voll am Ende. Ein gesundes Frühstück, okay, bei der Oprah weiß man halt eben nicht, lesen und nachdenken über inspirierende Zitate. Elon Musk, CEO von Tesla und SpaceX, aufstehen um 7 Uhr, schnell duschen, Kaffee trinken, E-Mails checken, Prioritäten setzen, Zeitmanagement, Arbeit in 5 Minuten Intervallen. Mark Zuckerberg sieht fast genauso aus, sportliche Betätigung, steht um 8 Uhr auf, einfache Kleidungsauswahl, finde ich auch nicht verkehrt. Ja, wie viele Leute machen sich Gedanken, was ziehen sie jetzt wieder fürs Office an oder wie sehen sie generell aus? Ja, man sieht es oft auch, dass einfach nur ein schwarzes T-Shirt, also T-Shirt und Jeans, fertig. Ja, sportliche Betätigung, Joggen mit seinen Hunden, Überprüfung der Facebook-Plattformen und der E-Mails. Und. Ja. Die haben eine Routine und nicht Morgenmagazin eingeschaltet und da erstmal wieder die Betäubung. Ja, also ihr wisst, worauf ich hinaus will, hoffentlich. Ja, ich denke auch einfach, es ist ja kein Quatsch, was wir reden. Ihr könnt es wirklich, egal welche erfolgreiche Person, googelt das. Und ihr werdet immer und immer und immer und immer und immer wieder auf dieselben Punkte kommen. Auch jeder Coach wird euch in der Quintessenz das Gleiche erzählen. Ich gebe euch Brief und Siegel. Jede erfolgreiche Person und auch jeden Coach, den ihr fragt, der wird euch antworten, dass er mindestens pro Monat 3 Bücher liest. Und wenn nicht ein Buch, aber alle lesen. Die hören keine Podcasts, die lesen Bücher und die lesen inspirierende Bücher. Die lesen Bücher, keine Ahnung, es fällt mir gerade ausgerechnet nichts ein, sowas wie Hal Elrod lesen die, ja? Oder
von Tobias Beck, von Bodo Schäfer oder von Napoleon Hill. Also es gibt wirklich genug erfolgreiche Bücher, die gelesen werden und auch Klassiker, die wirklich fast jeder gelesen hat. Tony Robbins, Dommer hat es schon gesagt, auch ein Klassiker, wo jeder gelesen hat. Oder Das Kaffee am Rande der Welt ist auch so ein Klassiker, wo fast jeder gelesen hat, ne? Also The Secret ist auch so ein Klassiker, wo viele lesen zum Thema Positive Mind, ne, Affirmation, Universum, ne, manifestieren. Also das sind ungefähr auch immer die gleichen Bücher, die ihr sehen werdet. Aber wie gesagt, erfolgreiche Menschen lesen sehr viel. Aber das heißt ja nicht, dass du jetzt das Maß der Dinge ist, dass du dir 3 Bücher im Monat reinballerst, wenn Lesen nicht dein Ding ist. Es reicht auch schon pro Tag eine Doppelseite zu lesen oder auch eine Seite ist schon mal besser wie gar nichts. Also deswegen. Ja, natürlich geht's. Sind immer die gleichen Formeln. Natürlich geht's auch, wie so oft, ja. Wir sind oft in denselben Themen, aber die schneiden sich irgendwo. Da geht's um, wenn du deine Morgenroutine ändern willst. Ne, also, du musst erstmal irgendwo einen Plan haben, wohin du willst, dein Ziel, deine Zielbestimmung. So soll es mal aussehen, da willst du hin, der Karriereleiter, wie auch immer. Und dann musst du gucken, wie kannst du das morgens schon anfangen zu ändern. Jenny hat gesagt, ja, wenn du schon mit einer miesen Laune ins Geschäft kommst, da gewinnst du halt eben auch keinen Rekord. Ne? Also wie kannst du dich morgens schon selber motivieren mit einer guten Laune? Natürlich, keiner ist vor schlechter Laune gefeit, irgendwo hatte jeder. Ja, aber wie kommst du positiv in den Tag? Dass du halt eben deine Ziele umsetzen kannst. Ja, wo hast du deine Prioritäten gesetzt? Wie sieht dein Zeitmanagement überhaupt aus? Ist es chaotisch? Dann weißt du da musst du noch was anpassen, hier und da was regeln. Wie sieht es mit der Familie aus? Ne? Wie passt das alles ins Zeitmanagement? Aber auch die Vorbereitung für den Abend. Ja, wie begehst du die Abendstunden? Ja, ist es dann wirklich Netflix und Chill? Wenn ich das alles sehe, ne? Wenn dann Leute posten, oh, schön mal diese Serie noch reinheizen und Binge-Watching. Ey, mach das mal vorher 3 Stunden aus, vor deiner Schlafengehenszeit und mach mal eine Abendroutine. Kannst du auch implementieren. Jenny hat es gesagt, ein schönes Buch. Muss ja immer nur was ein Sachbuch sein. Es kann auch Belletristik sein, ja, mit irgendwas, was weiß ich, Schnulzeroman, ja. Das kannst du auch schon mal rein integrieren in deinen Alltag. Auch wenn du erstmal denkst, das passt gar nicht zu mir, aber vielleicht ja doch. Ja? Wie begehe ich den Abend? Was für Routinen habe ich da? Ja? Und vielleicht kannst du da auch schon Probleme, wenn du Schlafprobleme hast, die angehen. Ja? Wenn du vielleicht auch entdeckst. Ja? Ich denke, es ist immer so, ich weiß auch nicht, es wird immer so auf Netflix rumgehackt. Ne? Ich meine, hat man ja Streaming-Dienste. Ich meine, es nervt mich auch, was das mittlerweile kostet, aber was ich sagen wollte, ist, es geht ja auch nicht darum, dass man sich alles verbietet. Es ist ja nicht so, als ob wir komplett gar keine Serien gucken würden und hier nur, keine Ahnung, in der Ecke sitzen und Om Namah Shiva machen und meditieren und keine Ahnung. Also das ist ja auch nicht der Fall. Also auch ich gucke auf jeden Fall meine Gilmore Girls. Ich liebe meine Gilmore Girls, ja. Aber keine Ahnung, da gucke ich dann abends, wenn ich mit allem fertig bin, gucke ich auch mal 1-2 Folgen. Vielleicht gucke ich mal auch an einem regnerischen Herbsttag. Das ist für mich so eine Art von Romantik, die ich mir vorstelle, draußen peitscht der Regen, es ist kalt, ich sitze auf der Couch mit einer Decke, einer schönen warmen Tasse, Kaffee, Tee, was auch immer und guck meine Gilmore Girls. Das ist für mich ein schöner Tag. Es kommt zwar so gut wie nie vor, aber das wäre für mich so eine schöne Vorstellung. Also auch das gibt's ja bei uns. Aber bei Netflix gibt's ja nicht nur diese Serien. Also ihr könnt euch ja auch die Doku von Arnold Schwarzenegger angucken, von Sylvester Stallone, von David Beckham, von keine Ahnung wem. Und ich sage euch was, diese Dokumentationen sind richtig inspirierend und da zieht man schon den Hut. Also alleine David Beckham war mir nicht bewusst, was der Typ alles geleistet hat und durch welche Qualen der, sage ich mal, auch durchgegangen ist. Ne? Also es gibt ja nicht immer nur dieses, sage ich mal, Trash-TV, sondern es gibt ja wirklich auch sinnvolle Dinge zu schauen, wenn man was schauen möchte. Trash-TV. Ich glaube, das wäre der erste Punkt, wo ich einen Rotstift ansetzen würde, streichen. Natürlich, wir sind keine Heiligen. Natürlich gucken wir auch unsere Serien. Wir haben ja auch eine riesengroße DVD-Sammlung von früher noch. Ja. Und kennen uns natürlich auch aus, was Filme angeht. Aber wie gesagt, sich jeden Tag nur zu betäuben und dann irgendwann zu warten, bis man in der Rente ist und dann zu gucken, was war vom Leben, ist halt schlecht. Worauf ich aber hinaus wollte jetzt, um das Ganze auch zu ändern,
Vielleicht findest du einen, auf Neudeutsch, einen Partner in Crime, ja, wo man sich gegenseitig unterstützt. Ich sage jetzt nicht, dass ihr zu fünft sein sollt oder zu viert oder zu zehn. Sucht dir eine Person aus. Vielleicht macht die Person schon sowas in der Art, aber vielleicht könnt ihr oder sucht ihr beide Motivation und könnt euch so gegenseitig supporten, indem ihr beispielsweise in der ersten Woche anfangt, mal eine Meditation einzuflechten morgens. Ja, wir haben das damals auch während Corona eingeführt über Zoom. So blöd, wie es klingt, aber über ein Zoom-Meeting. Ne? Da haben wir Meditation laufen lassen auf YouTube. Hier dann Bildschirmübertragung, dann hat jeder zugehört, meditiert. Ne? Mhm. Oder dann in der darauffolgenden Woche zu der Meditation noch die Affirmation, wenn man von den Savers ausgehen will. Ne? Affirmation aufbauen. Also jede Woche ein bisschen mehr. Aber dass du halt eben im Rahmen bleibst. Eine halbe Stunde bis Stunde morgens, weil wie gesagt, die erste Stunde des Tages zählt, dass man halt eben so anfängt, es einzuschleichen. Ne? Ich glaube auch nicht, dass es unbedingt, also um diese Stunde vor 8 Uhr geht. Ich bin jetzt halt ein Frühaufsteher. Ich sag mal so, meine Lieblingszeit aufzustehen ist tatsächlich zwischen 5 und 6 Uhr. Mir gefällt es einfach gut. Das hat nicht mal was damit zu tun. Also das ist für mich eine tolle Zeit, weil ich dann einfach Ruhe genieße. Ich bin für mich. Also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also heute Morgen zum Beispiel bin ich erst um 7 aufgestanden und das hat mich mega genervt, weil es war einfach so heiß und ich konnte nicht gut einschlafen, habe mich hin und her gewälzt und dann war es halt 7 Uhr. Jetzt werden alle sagen, oh Gott, an einem Samstag um 7 Uhr, das ist aber spät, ne? Ja, aber für mich war das dann schon so. Es war halt nicht meine Routine. Es war halt nicht die Ruhe da, die ich kenne, dass einfach ich Ruhe habe einfach, ne? Also ich kann das nicht beschreiben, aber ich glaube, es ist für jeden eine andere Zeit. Zum Beispiel Dommer ist jemand, der geht lieber später ins Bett und steht einfach später auf. Und ich glaube, das ist natürlich, der Rhythmus von Menschen ist einfach verschieden und die produktiven Zeiten von Menschen sind einfach verschieden. Ich bin halt morgens sehr produktiv. Dommer ist halt abends sehr produktiv, wobei ich sagen muss, ich bin auch abends produktiv, aber mittags bin ich halt null produktiv. Da habe ich halt schon so einen kleinen Tiefpunkt, ne? Keine Ahnung, ob das halt nach wie vor von der Mittelmeeranämie ist. Es ist auch nicht mehr so schlimm wie früher, dass ich da mega müde bin und tränende Augen habe und so, aber ich habe da einfach so ein Produktivitätsloch. Also so Siesta ist halt für mich so ein Thema, ja. Ja, wie gesagt, jeder muss für sich rausfinden, wann ist für ihn die produktivste Zeit. Manche arbeiten vielleicht durch die Nacht komplett durch und gehen dann erst um 6 Uhr schlafen. Also es muss jeder für sich wissen. Aber wichtig ist, dass ihr euch zu Beginn des Morgens wirklich mit euren Themen beschäftigt. Und es muss auch keine 3 Stunden dauern. Wenn ihr das nur eine halbe Stunde praktiziert oder auch nur 15 Minuten, dann ist auch okay. Ja, aber wie gesagt, ich finde, da macht jede kleine Änderung einen Riesenunterschied und irgendwann wird es was Großes, ja. Und natürlich, vielleicht triffst du auf eine Person, die das auch braucht, dann kannst du es ihr näher bringen irgendwo. Und hier nochmal eine Gemeinschaft schaffen. Apropos Gemeinschaft, du kannst auch auf Facebook diverse Gruppen finden zu Miracle Morning und Savers, zu dem ganzen Thema. Gibt es viele Leute, die sich da connecten und auch zusammen das Ganze begehen und bearbeiten. Ne? Also das ist da bist du lange nicht alleine oder wir alleine damit, weil auch viele dann so die Scham haben, eventuell ist das komisch, wenn ich das allein mache. Nee, du kannst ja auch Hilfe suchen online. Ja, ganz easy eigentlich heutzutage. Ja. Das stimmt. Ja. So viel dazu. Positive Einstellung ist, denke ich, der Hauptaugenmerk, positiv gestimmt zu sein jeden Morgen, auch wenn es nicht immer einfach zu sein scheint. Auch wir kennen das. Ja, jeden Morgen wieder reinzuhasseln. Aber ich finde, da tut sich auf jeden Fall einiges, wenn man sich daran hält und reinhängt. Ja. Genau. Also in diesem Sinne, ja, reflektiert eure Routine. Wenn ihr Bedarf habt, könnt ihr gerne jederzeit starten, uns nochmal fragen. In den Kommentaren lasst gerne ein Abo da, lasst ein Like da. Wir hören und sehen uns zum nächsten Termin, zum nächsten Ortstermin hier im Podcast Flow Against Talk. Bis dahin, bleibt uns gesund und bleibt uns stabil. Wow.